Hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed Origins. Ein kleines Sondervideo für Absturz zockt, für den guten Rob. Mein Freund, jetzt zeige ich dir die ISO-Rüstung mit Kapuze oder Maske. Und dann kann ich dir auch gleich zeigen und sagen, du kannst, wenn du die Haare und den Bart willst, kannst du die hier in diesem Menü wieder anlegen. Bei der PlayStation ist... Warte, muss ich schauen. LT und Y sind die Haare auf und an, auf und ab. Und der Bart ist RT und Y. Die Tasten sind bei der PlayStation gleich, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, R1 und Y ist bei der PlayStation, ist das, und die andere Taste, was ist das jetzt schnell? L1, genau, L1 und Dreieck ist nicht Y. L1 und Y ist die Haare, und R1 und, jetzt sage ich schon wieder Y. L1 und Dreieck bei der PlayStation, Haare, und R2 und Dreieck ist der Bart. So, jetzt habe ich es. Wie gesagt, bei der Xbox ist LT und Y Haare und RT und Y ist der Bart. Und jetzt zur ISO-Rüstung. Kapuze auf. So schaut das aus. Aber... da mache ich jetzt Nacht. Das schaut so genial aus. Das ist gigantisch. Ich meine, das schaut nur aus. Also man hat nicht mehr davon, kämpferisch. Da schaut er das an. Hm? Rob, was sagst du? Ist das genial? Aber das war viel Arbeit. Alle 12 Sternenzeichen. Und ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut jetzt. Und die 50 Kugelglas, ganz wichtig. Die findest du in der... Die findest du in den ganzen... Gräbern, da findest du sehr viel. Manchmal habe ich sogar 11 bis 12 Stück in manchen Gräbern gefunden. Also genau schauen, da gibt es sehr viel Kugelgas. Schnauze. So, und dann die Waffen habe ich dann nicht gesagt. Die sind verfluchte Waffen, die sind auch genial. So, jetzt hole ich mir den gleich einmal da. Zack. Wo redet er dahin? Der hat sicher Material. Ja, ja. Na komm, na komm. Zack. Und die hole ich mir auch noch. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist so genial. Was ich dir noch zeigen wollte, ist bei der Ausrüstung Waffen. Also verflucht ist genial. Da habe ich beide verflucht und schon auf meine Stufe aufgerüstet. Und was genial ist, ist das legendäre Schild. Blick der Medusa. Blocken, dann bleiben sie stehen, schlafen ein und du kannst sie töten. Ist so genial. Und wenn du alle auf legendär hast, also die zwei Bögen, die Rüstung, das Pferd, Schwert und Lanze oder was du halt sonst hast, die zwei Waffen und das Schild, dann bekommst du einen, jetzt fällt es mir nicht ein.
Stereo auf der Leitung. Eine Auszeichnung oder so irgendwas, glaube ich, kriegt man da. Das legendäre Pferd ist von der römischen Rüstungspaket. Das gibt's gratis im Shop. Wenn du das runterholst, kriegst du Schwerter, Schild und Pferd und eine auch eine geile Rüstung. Von wo haben wir die? Die Zenturier-Rüstung, ja genau. Das ist ja genial. Da schaut er das an. Wobei da genauso in die Kapuze absetze, weil so ein Löwenschädel auf der Birne würde ich nicht unbedingt haben. Da tue ich die Kapuze ab. Und jetzt schaut er die Rüstung an. Warte, die geht ins Licht. Ist natürlich auch genial, ne? Habe ich auch lange Zeit gehabt, bis ich die ISO-Rüstung gehabt habe. Also die ist auch super. Wäre auch es wert zu holen. Gut. Dann sage ich tschüss. Ich hoffe, du schaust dir das an, Rob. Bis zum nächsten Mal. Ich schaue wieder bei dir vorbei. Tschüss. Ich bin raus.